Wenn ich einen Vogel einen Stein an den Kopf werfe, ne, der ungefähr dreimal so groß wie er ist, dann sollte das nicht dreimal überleben. Just saying. Einfach mal schwimmen. Guten Tag. Okay, Höhle der Abenteuer. Ich kann sagen, ich bin hier gerade eigentlich eine Seetang aufgekommen. Und in der Hoffnung, dass ich jetzt die hier irgendwie gekillt krieg. Und wenn ein Daubsegel. Doppelqualle, okay. Ich suche Seta. Nur so Blasenzahn, das ist ja nicht Seta. Ich meine, hier sind gerade ganz viele Stellen, ne, wo Bomben definitiv von Vorteil sind. Also kannst du echt davon ausgehen, dass ich im Dungeon Bombenfähigkeit durch blind. Ach, guck mal. Unterwasser-Chests. Wir haben gelernt, dass diese Dings ist hier actually ziemlich effektiv sind gegen alles. Oh Gott. Ach so, ja. So. Brauchst du noch jemandem Geld? Weil man kennt das ja, die großen Finanzprobleme, die man hier im Spiel hat. Ja, ja, Kiste ist größer Plattform. Lustigerweise, obwohl die Kiste quasi die Plattform aufgehalten hat, sind die Schlacht ist trotzdem kaputt gegangen. Good to know science for later. Wenn man später dran denkt. Ist hier ein Schiff? Anscheinend. Du bist ein Fisch, den ich noch nicht hab. Wirklich, der Stachel macht ja nichts aus. Wie oft denn noch? Hat man immer mitgezählt, wie viele Hits das waren. Alter.
Leg mich fett. Ich komme das Boot hier nicht mehr drauf. Also ich würde schon drauf kommen, aber... gerade nicht gut zu. Habe ich irgendwas, was nicht vollkommen deppert ist? Ich glaube, das Vieh ist halbwegs smart. Ich wollte nicht rausgehen, Spiel, aber ist okay. Also, dass du halt echt so überhaupt gar keine Option hast, nur dich selbst zu verteidigen, ist ziemlich crazy. Rizol. Okay, jetzt kann ich also auch Sachen nass machen. Ich hatte nicht mal eine Chance. Dieses Menü ist etwas... okay. Das Vieh macht anscheinend ein bisschen Damage. Das ist eigentlich ganz cool. Los, behindertes Pokémon. We did it. So, jetzt brauche ich wieder mein Feuer-Dingsi. Wo ist es? Oh wait, die Idee ist nicht alle anzumachen, die Idee ist alle auszumachen. Okay, kriegen wir auch hin. Okay. I take it. I take that one. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier so ziemlich durch sind. Da ist nur der blöde Fisch, den ich bis da oben transportieren müsste. Das ist egal, jetzt ist nämlich eher, wie ich da hochkomme. Ich kann garantiert hier irgendwie hochkrabbeln. Das hier sieht schon sehr, sehr interessant aus, aber ich glaube, das ist ganz anders. Ah, die Kiste sehe ich spiel. So. Wir müssen dem ja Muttis gräflich bringen. Ich weiß zwar nicht, wo der Unterschied ist zwischen diesem Grillfisch und den anderen, aber
Magie, I guess. The Power of Love in Fischform. Hilft halt auch total, dass die alle respawn sind. Dass die Kisten eigentlich immer respawnen, ne? Weil ich habe die ja eben schon mal gemacht. Das heißt, das Ding in der Wüste war auch nicht neu, sondern ich hatte das schon mal. Ich komme nicht wieder hoch. Also ich hatte das alles schon mal gemacht und das war auch richtig so. Wann? Ich möchte gerade meinen Controller gegen die Wand werfen. Ohne Scheiß. Was ist das denn für eine verkackte Scheiße? Das heißt, ich muss hier mit Tischen arbeiten. So. Dann gehen wir uns doch noch mal einen Fisch holen. Hoffentlich respawnen die Gegner nicht, wenn ich weg bin. Die 0,53 Sekunden. Ich kann nichts tun, ne? Ich kann nicht spinnen, ich kann gar nichts. Kann ich springen? Ich kann nur Fisch transportieren. Warum brauche ich das hier? Weil... Na, nicht drauf springen. Oh, Motherfucker, das ist... Ah, oh, das ist so ätzend. Moment. Also. Junge. Bist du deppert? Du hast den Fisch nicht realisiert, weil er hinter dir lag, ja? Oh. Ah. Oh. Hm. Das alles für, lass mich raten, 30 Rupies? 50 Rupies? Auf jeden Fall nichts Gescheites. Komm mal nicht um die Ecke. Danke. Hier, ein kleines Dankeschön. Zehn Seetang. Cool.
Ist ja... Uiuiui, belohnungstechnisch ist es ja... vollkommen außer Rand und Band. Oh, hallo Zora. Hi. Im Süden orientiere dich am Insel mit der... Ach so, ich habe es irgendwie geschafft, die... Okay, gut. Wollen wir das Zora-Ding machen? Machen wir mal eben hier, die Laden wiederbeleben. Lass mich mal ein paar Smoothies mixen. Wie wär's denn mit zwei Seefernchen? Komm, wir mischen jetzt einfach mal ein paar Smoothies an, warum nicht? Das ist agil, okay. Zweimal Blasentang. Es ist echt gut, dass der automatisch auf Nein steht und ich nicht hochdrücken kann. Holy shit. So. Und dennoch. Ich meine, ich brauche eh ganz viele Smoothie-Combinations, von daher... Also alles, was wir irgendwie mit dem hier machen, endet irgendwie in Bubble-Dingsy. Excuse me, what? Okay. Ein Humor, den ich Zelda scheinbar gar nicht zugetraut hätte. Du hast gekocht? Ja, anscheinend. Ja, schon wieder. Matschige Konsistenz, aber ungewöhnlicher Geruch. Scheint aber trinkbar zu sein. Das scheint trinkbar zu sein. Kann nicht so schlimm sein. Okay, so. Wir wollten zur Zora. Also basically genau südlich. Dann gehen wir da mal. Was hier unten so abgeht. Ja. Ja, also ihr seid die Meereszoras. Seetang. Habt ihr sonst noch was Cooles? Außer coole Mario-Musik?
coole Mario-Musik. Guten Tag. Oh, Jaro ist außer Rand und Band und über des Bedrohens gewaltige Risse. Dieses Verhalten ist wirklich ganz und gar untypisch für Jaro. Wir waren aus genau diesem Grund dürfen wir uns nicht überstürzen. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, alles läuft darauf aus, dass ich zuerst mal irgendwie den komischen Riss da machen muss. So. Aber auf jeden Fall haben wir dann schon mal hier soweit alles aufgedeckt. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Dann ist ja ein Weg hoch. Zu den Viechern. Euch würde ich ja gerne irgendwie, komm mal ins Wasser hier. Das was, die wollen immer auf mich springen. In 3 Stunden sind sie auch nochmal tot, ich schwöre. I believe. Ich würde mir die gerne merken, was auch immer das ist. Arachno. Ja, so. Keine Ahnung, was die können, außer nervig sein. Let's find out. Es würde mich fast wundern, wenn das einfach hier... Oh, wirklich? Noch näher ranzukommen, vielleicht hier rein? Ich komme nicht durch die Tür. Guten Tag. Ich bin auch um Zorge um Lord Jabu Jao hergekommen. Okay. Es öffnet sich nur, wenn die Oberhäupter des Flussvolks und des Meervolks hier gemeinsam musizieren. Ja klar, das funktioniert bestimmt gut, weil die sind ja auch gerade irgendwie überhaupt nicht im Krieg oder so, ne? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst mal finden, wo das Dorf von den Flusszoras ist. Nom, 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 nom.
könnte denn das Dorf der Fluss Zora sein? Vielleicht da oben? Wenn der Zora Fluss ist, ist da wahrscheinlich das Dorf. Wenn ich mal so total raten müsste. Willkommen im wunderschönen Dorf der Flusszora. Fühl dich wie zu Hause. Bei uns geht's ganz herzlich an Onja Zwangerzora. Ja, dass Jabu Jabu rumeiert und rum. Ja, ist nichts Neues. Haben wir jetzt schon 10 Mal gehört. What is this? Schneller schwimmen? Sure. Bin ja fast pleite. Das heißt, ich will die jetzt erstmal ausrüsten. Frage ist jetzt, wo ist der Haupthaino von denen? Der Hauptmann? Für mich. Den von den Wasserzoras, von den Meereszoras weiß ich, wo der ist, aber der hier ist, der gute Frage. Wie schneller schwimme ich denn? Ja, das ist okay. Ah, gut, dass ich wieder Geld eingenommen habe, nicht, dass ich nachher irgendwie mal pleite bin. What the fuck war das? Nintendo, you okay? Ach ja, einfach nicht, ne? Wasserscheu Zoras. Okay. Wir könnten hier mal Feuer mit drin legen. Oder auch nicht. Oh. Zora hier. Nope. Bin ich doof? Ich müsste quasi hier oben irgendwo sein. LF Oberzora. Was ist das hier? Right. Ganz wichtig. Und du siehst aus wie Oberzora King. Der mächtige Anführer Drat. Aha. Ach Gott, die sind da noch, Dings, die sind da noch, knatschig aufeinander zu geben. Seko hat sich über meine Musik lustig gemacht.
Ich brauche aber dich und die doofe Seekuh zusammen mit... Oh, okay, cool. Ist zum Backplatz, okay. Und ich weiß, wo der Backplatz ist, von daher. Immerhin. Was ist denn Clinch? Clinch sind diese Stecker für Audio. Ah ne, das war ein Clinch, ne? Ja, so kommen wir nicht zum Riss. Das ist korrekt. Ich meine, er wollte zum Backplatz, da kann man dann jetzt auch noch mal Dackeln, I guess. Aber wirklich eine Idee habe ich nicht gerade nicht, was wir sonst tun könnten. Der Brackplatz war da unten. Wow, was sind das denn für die Bellenviecher? I want them. Hallo? Nadelfliege. Die Beldra Vinetius. Das ist eine Kiste. Oh Gott, ich sehe hier schon wieder, was hier schon wieder passiert. Die steht nicht drauf, really. Wirklich, Spiel? Bist du dir sicher? Also ich weiß ja nicht. Ich bin der Meinung, der ist zumindest zu 50% gedrückt. Okay. Komme ich an die Kiste nicht mehr ran. Okay, sie ist resettet. Okay. Ah, ich habe da gerade kein Geduld für. Ich muss gerade mal pinkeln. Klein Moment. Ich werde dieses Rätsel lösen, sobald die auf Klo war. Ich möchte starten mit Owo Assemble und Owo Scatter. See what you did there. Okay. So, time for Master Puzzle Solutions. Maybe we really need this. Emote Game is indeed kinda lacking and this is already over. Is it? Don't know if I can fix this. No, I cannot. Shit. Okay.
Ja, ist nicht so schwer. Baby ein bisschen jank, ja, aber. Hä? Geil, mehr Rubine. Also wenn du in diesem Spiel eins immer genug hast, ne, dann Geld. Hier komme ich nicht weiter. Oh, hier auch nicht. Dann machen wir was anderes. Hier schon mal drin? Es sind so viele Höhlen, die ich andauernd vergesse. Nicht die Bombenfische stören. Bombenfische! Fischer. Gefahr betreten verboten. Was ist warum? Da unten ist Bombenschild. Ich habe jetzt einen Bombenfisch. Und Bombenfische tun exakt wie das. Sie sollen explodieren. Das heißt, die ganzen Ecken, wo wir eben gedacht haben, hey, da könnten wir Dings gebrauchen, können wir jetzt machen, weil Bomben. Soll sie mich frechen, soll sie Gegner fressen, oder so. Nicht mit Bambi zu verwechseln? Nee, definitiv nicht. What? Hm.
Ich bin ein bisschen irritiert. Hä? Ach, weil der vier frisst. Verstehe ich jetzt nicht. Kriegt das Holz nicht einfach wegbrennen? Ich kann nicht springen. Moment. Ich habe es irgendwie geschafft, dass alles in Flammen steht, nur der Holzbalken da oben nicht. So ein Ding? Machst du auch nichts gegen? Den Bombenfisch ist das vollkommen egal. Was hab ich denn sonst noch bekommen? Ich meine, du bist eine Libelle, die wirst du ja wohl hochfliegen können, oder nicht? Ja, du kommst einfach mit mir kuscheln vor, no reason. Also ich bin mir ziemlich sicher, das hat irgendwas mit der Bombe zu tun. Ich weiß nur nicht, was. I don't know. I don't understand. I don't get it. No, I really don't get it. Kein Problem. Dafür können wir ja... Können wir? Okay, auch mal setzen. Jetzt kommt's, wie will er Jabu Jabu beschändigen, okay? Okay. Er wird uns nicht zuhören, also ich spreche mal mit dem anderen. Gut. Aber wait. Da waren ganz viele Places mit Bombenshit. Oder mal da unseren Bombenfisch hier gehen. Zum Beispiel dieser total, schon mal funktioniert. Ich weiß nicht, mehr waren auch welche. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Muss ich halt nur wiederfinden, ne? Im Leben finde ich das wieder, Alter. Hier ist einer. Ist Teil der Stärke.
So, mal gucken, ob die uns zuhören. Ich wage es fast zu bezweifeln. Alle wollen singen. Okay. Oh Gott. Natürlich können die sich ja nicht einig werden, die beiden Kacknarben. Ja, ich bin auch der Meinung, dass jedes an ihnen gerichtete Wort Verschwendung ist, weil er mir nicht zuhört. Aber genauso wenig brauchst du mir zuhören. Die gehen jetzt alle zum Brackplatz und musizieren. Ist ja toll. Aktuell ist keine Zeit, bla bla bla. Brackplatz. Parkplatz. Dann habe ich eine andere Wahl, als auch zum Parkplatz zu gehen, wenn eh alle da sind. I guess. Die Zora sind in einer Kessel. Mein Both wo mein Zora sein in einer Kessel. Oh oh. Wieso bist du auch hier? Gleich wieder abschwimmen. Ganz im Gegenteil, dann sind wir halt jetzt überflüssig, denn ich bin hier alles in Ordnung. Guten Tag. Ich bin die Prinzessin dieses Reiches. Shut the fuck up. Könnt ihr mal irgendwie... Yep, yep, yep. Okay. Das bringt so nix. Mach ein Contest draus, genau. Hauptsache ich spiel Bleide und beruhig Jabu. Kann nie und nimmer zum Verfolg führen. Ja, das ist korrekt. Die beiden so drauf sind, dann sind sie nicht mehr zu stoppen. Oh Gott. Okay. Show me. Ihr seid beide scheiße. Gegeneinander musiziert, das kann doch gar nicht funktionieren. Kein Wunder, dass Jabu Jabu pissig ist. Uhu. Oh. Er hat die Musik gehört und verbannt euch jetzt beide in den Shadow Realm, ey. Seid ihr. Ja. Good job. Good job, ihr jetzt. Oh.
verschluckt. Kongrat. Könnt ihr vielleicht mal keinen Weltstreit ausmachen? Alter. Ja, wieder keine Gelegenheit. Was für ein Desaster. Und Jabu ist den Fluss hochgeschwommen, doch liegt das Dorf des Flussvolks. So ist es, das könnte übel ausgehen. Und jetzt? Okay. Also in Richtung Dorf. Ich gucke zuerst mal, ob hier irgendwie bei seinem Dings irgendwas ist.